Wenn wir das System nun implementiert haben, dann ist die Arbeit nicht zu Ende, ganz im Gegenteil. Man kann sagen, dass die Arbeit jetzt erst gerade beginnt, denn eines muss uns klar sein, wir installieren ein System, das systemimmanent dynamisch ist. Ja? Wir haben hier niemals an keiner Stelle eine Lösung, die wir einmal implementieren und die so bleibt. Nirgendwo. Alles wächst, alles entwickelt sich und jetzt kann man sagen, beginnt erst wirklich die Arbeit des Netzwerkadministrators, so heißt nämlich der Typ, der die Verantwortung hat, das ist der Netzwerkadministrator, der muss nämlich jetzt verschiedene Dinge machen. Anpassung an neue Anforderungen. Ja, diese Systeme werden jetzt mit Leben gefüllt. Sie wachsen und es entstehen neue Anforderungen. Das heißt, da sagte man, es wäre schön, wenn ich jetzt an der Stelle noch einen Button hätte und dann würde mir das vereinfachen und das und so weiter. Neue Anforderungen. Dann Behebung von Fehlern. Ja? Fehler sind Teil des Online-Lebens. Das perfekte System gibt es nicht. Ja, selbst so ein Ding wie Google, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, vor einer gewissen Zeit war mal für mehrere Stunden Google nicht verfügbar. War irgendwas abgeschmiert. Ja, selbst so einer Weltfirma wie Google passiert das offensichtlich. Auch bei Amazon habe ich das schon gesehen. Da bin ich zu Amazon gegangen, war das nicht verfügbar. Natürlich nur für ein paar Stunden. Aber das ist genauso, wie wenn draußen der Laden zu ist. Ja, dann können Sie nichts mehr kaufen, dann bewegt sich nichts mehr. Natürlich weiß man auch, dass in dem Moment, wo das Ding offline ist, unheimlich Party ist, weil unglaublich viele Leute jetzt da rödeln, ja, weil jetzt alle wissen, das kostet jetzt unendlich viel Geld. Ja, aber fehlerlose Systeme gibt es offensichtlich nicht. Das heißt, arbeiten im Internet heißt arbeiten mit Fehlern. Ja, das muss man ganz klar sehen. Und man braucht auch eine gewisse Stressresistenz hier. Ja, das muss man auch wissen. Ja, weil es ist zwar auf der einen Seite faszinierend, was möglich ist, auf der anderen Seite aber auch faszinierend, was alles schiefgehen kann. Ja, und man braucht eine gewisse Stressresistenz. Und Schließen von Sicherheitslücken. Denken Sie an den Sony-Fall. Und das ist nicht der einzige. Ja, Schließen von Sicherheitslücken. Es gibt Hacker, es gibt Virenangriffe, es gibt alles Mögliche. Ja, Sicherheitslücken schließen des Systems, das ist eine Aufgabe des Netzwerkadministrators.